Hallo zusammen. Im letzten Video haben wir euch mit in den farbenfrohen Sommer Patagoniens mitgenommen. Heute geht es in die trockenste Wüste der Welt. Kommt mit und folgt uns in die Atacama-Wüste in Chile. Nach dem Intro geht's los. Nachdem wir Pucón und damit auch den Vulkan Villarrica verlassen haben, geht es für uns weiter nach Norden. Während es um uns herum langsam immer trockener wird, erreichen wir die Pazifikküste bei Copquecura. Hier gibt es einen ganz besonderen Felsen, der vor der Küste im Wasser liegt. Er ist eine regelrechte Seelöwenstadt und hunderte dieser faszinierenden Mähnenrobben tummeln sich hier. Aber nicht nur die Seelöwen genießen das Wetter und den Strand. Auch wir toben uns nach der langen Fahrt so richtig aus. Die warme Sonne, die Meeresluft und das Wasser tun so richtig gut. Und wir genießen auch den Sandstrand. Aber wir ahnen es bereits. Sand wird das sein, was wir in nächster Zeit überall finden werden. Von Copquecura geht's nochmal einen Abstecher ins Landesinnere. Wir machen auf einer kleinen Finca Halt und genießen dort den Pool und die Ruhe, um uns von den vielen Kilometern zu erholen, die wir in der kurzen Zeit bisher gefahren sind. Außerdem ist auch noch etwas Arbeit aufzuholen. Zurück an der Pazifikküste geht es immer weiter in Richtung Norden, immer tiefer in die Atacama hinein, die von der Küste bis hoch in die Berge der Anden reicht. Immer wieder machen wir von der Straße Abstecher zu den endlosen Sandstränden, um dort Halt zu machen oder die Nacht zu verbringen. Nicht immer ist der Sand dabei wirklich fest. Verschätzt man sich, muss man die Sache ausbaden oder eben ausbuddeln. Deshalb fährt man übrigens am besten auch morgens oder abends auf den weichen Sand, denn dann ist er durch die höhere Luftfeuchte geringfügig fester. Außerdem ist es unabdingbar, aus den Reifen möglichst viel Luft rauszulassen, um mit größtmöglicher Auflagefläche über den Sand zu fahren. Ein weiterer Vorteil, wenn man teilweise antizyklisch auf den Strand oder wieder davon wegfährt, ist, dass auf den schmalen Pisten keine entgegenkommt. Sobald man nämlich anhält, ist die Gefahr groß, schon wieder stecken zu bleiben. Es ist Sommer und viele Chilenen schlagen in den Sommermonaten verständlicherweise ebenfalls ihr Lager am Strand auf. Ganze Zeltburgen findet man hier. Denn im Gegensatz zum heißen und trockenen Landesinneren ist es dank des kalten Humboldtstroms an der Küste fast den kompletten Vormittag neblig und bewölkt und die sinkende Sonne kommt hier, wenn überhaupt, erst am Nachmittag raus. Wir haben ja bereits gelernt, dass die Antarktis der Motor, der Pulsschlag der Welt ist und hier kann man das regelrecht fühlen. Der aus der Antarktis kommende Humboldtstrom sorgt so für einen angenehm kühlen Wind und eine konstante Luftfeuchte. Einzig in den Anden auf über 2500 Meter und höher wird es wieder erträglich kühl.
Durch den so entstehenden regelmäßigen Küstennebel gelingt es auch einigen extrem widerstandsfähigen Pflanzen und Bakterien an geschützten Orten zu überleben. Und diese Überlebenskünstler bieten zusammen mit dem wenigen Wasser, was in fast vertrockneten Flüssen fließt, und den Lebewesen im Meer die Grundlage allen Lebens, das wir hier vorfinden können. Je tiefer wir in die Atacama vordringen, desto schwieriger werden auch manchmal die Straßenverhältnisse. Das liegt ausnahmsweise nicht an der Asphaltdecke der Straßen, diese ist hier relativ gut in Schuss, aber die Sandwehen nehmen die Straße doch schnell in Beschlag. So, wir sind in der Atacama angekommen und hier ist es so trocken, dass wir uns quasi ein Zoo aus Steintieren angucken, weil andere Tiere wollen hier anscheinend nicht sein. Und da hinten, da haben wir schon mal sowas wie einen Hund oder so. Mal gucken, ob wir noch was finden können. Nur wenige Felsformationen konnten wir als Tiere erkennen. Aber immerhin einen kleinen Geist haben wir gefunden und der hat uns am besten gefallen. Zwischen den langen Fahreinheiten verbringen wir die Pausen damit, zwischen den Felsen an der Küste nach Tieren wie Seeigel, Seesternen, Krebsen oder anderen Tieren zu suchen. Außerdem müssen wir ja auch immer wieder Schlafplätze suchen und so gehen wir von der Straße runter und suchen einsame Plätze an der Küste. Oft ist das natürlich mit Umwegen verbunden, man muss hin und her fahren, bis man das Ideale gefunden hat. Ein idealer Platz ist somit also am Strand, aber nicht von der Flut betroffen. Gut für das Fahrzeug zu erreichen, ohne über scharfkantiges Vulkangestein fahren zu müssen. Außerdem sollten die Wellen möglichst leicht an der Küste brechen, damit es nachts nicht zu laut wird. Ganz schön viele Anforderungen haben wir also. Und manchmal hat man Glück und findet zwischen den Sackgassen und dem Vulkangestein auch mal andere Overlander, mit denen man gerne ein oder zwei Tage am Strand verbringt. Bei Spaziergängen beispielsweise durch Canyons bemerken wir immer wieder, wie extrem die Bedingungen in der Atacama-Wüste sind. Und obwohl es einige Organismen gibt, die an das extreme Klima angepasst sind, ist es immer wieder ein harter Kampf. Das wenige Wasser, das es gibt, hinterlässt bei der Verdunstung Salz, welches das wenige verbleibende Wasser für viele wiederum ungenießbar macht. Angekommen auf dem Parkplatz des Paranal-Observatoriums treffen wir sogar wieder auf andere Overlander. Hier in den Höhenlagen der Atacama hat man angeblich die beste Sicht in den Sternenhimmel. Aus diesem Grund gibt es hier auch unzählige Teleskope und Observatorien. Im Rahmen einer Führung staunen wir nicht schlecht über die Unterkunft der Wissenschaftler, die bei Sonnenuntergang komplett abgeschirmt wird, damit ja kein Lichtlein nach außen dringen kann. Das Hauptinstrument des Paranal-Observatoriums ist das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO. Es besteht aus 4 Hauptteleskopen mit Spiegeln von jeweils 8,2 Meter Durchmesser. Diese 4 Teleskope können so zusammenarbeiten, dass sie ein virtuelles Teleskop mit einem Durchmesser von bis zu 200 Meter bilden können. So können extrem detaillierte Bilder unseres Universums aufgenommen und geliefert werden. Der Aufwand, der nötig war, diese Teleskope hier aufzubauen, war enorm. Und auch der Schutz der Spiegel vor Erdbeben ist ein nicht zu unterschätzendes Thema. Denn die Spiegel werden aus Europa geliefert und einen neuen zu bekommen, ist ein unglaubliches Unterfangen.
Am Abend stehen wir mit den anderen auf einem Parkplatz und beobachten, wie sich die Teleskope öffnen. Selbstverständlich herrscht bei uns absolute Dunkelheit, um die Arbeiten des Teleskops nicht zu stören. Nachdem wir das Paranal-Observatorium verlassen haben, geht es für uns erneut in die Höhe der Anden. Wir schrauben uns langsam die Serpentinen hoch. Es geht in Richtung San Pedro de Atacama. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Atacama-Wüste eine der trockensten Wüsten der Welt. Manche Orte haben seit Hunderten von Jahren keinen einzigen Regentropfen mehr gesehen. Einige Bereiche der Wüste gelten als hyperarid, als extrem trocken und ähneln den Bedingungen auf dem Mars. So ähnlich schaut es auch stellenweise aus. Unter diesen Bedingungen kann man sich durchaus trauen, in einem trockenen Flussbett zu übernachten. Überschwemmungen sind hier relativ ausgeschlossen, wenn es seit über 100 Jahren nicht mehr geregnet hat. Die marsähnliche Landschaft bietet tolle Felsformationen, die wir auch gerne mal mit der Drohne erkundet haben. Aus der Luft bekommt man eben noch einmal einen komplett anderen Eindruck als von der Straße aus. Dummerweise hat die Drohne es bei Gegenwind nicht mehr zurückgeschafft. Sie stürzt ab und wir müssen sie suchen gehen. Unterwegs finden wir tolle Canyons und echt steile Sanddünen, bis wir endlich die Koordinaten erreichen und zum Glück die Drohne auch wiederfinden und bergen können. Ein Stück hinter San Pedro de Atacama erreichen wir das Geysirfeld El Tajo. Es ist mit einer Lage auf 4.300 Metern über Null das höchstgelegene Geysirfeld der Erde und insgesamt das drittgrößte Feld der Welt. Hier befinden sich mehr als 80 aktive Geysire, die regelmäßig kochendes Wasser und Dampf ausstoßen. Wir kommen, ebenso wie viele geführte Touren aus San Pedro, in den frühen Morgenstunden an. Während des Morgengrauens herrscht eine ganz wunderbare Stimmung auf dem dampfumwaberten Feld. Wir sind so fasziniert, dass wir trotz der eisigen Kälte, die hier herrscht, stundenlang dableiben, um dem Blubbern und Brodeln zuzuschauen und zuzuhören. Die extreme Umgebung von El Tajo dient den Wissenschaftlern als Forschungsgebiet für die Erforschung von Geothermie, von Vulkanismus und extremen Lebensräumen. Schließlich ist es hier besonders heiß und besonders kalt. Außerdem tragen Studien in diesem Bereich zum Verständnis der geologischen Prozesse und zur Weiterentwicklung erneuerbarer Energiequellen bei. Irgendwann im Laufe des Tages können auch wir uns von den Geysiren losreißen und machen uns wieder auf den Weg. Diesmal soll es nach Chuk Chuk gehen, wo man altertümliche Geoglyphen anschauen kann. Auf dem Weg kommen wir sogar durch eine weniger trockene Region und das uns aus Argentinien bekannte Puna-Gras wächst um uns herum. Ein toller Anblick. Und hier, wo wieder Feuchtigkeit und Futter ist, finden wir auch wieder Tiere, wie Esel oder Lamas. Die Atacama ist reich an Bodenschätzen und Chiler sind Meister im Bergbau. Es gibt große Vorkommen von Kupfer, Lithium und anderen Mineralien und der Abbau wird hier im großen Stil betrieben. Gegen die Muldenkipper, die hier verkehren, sieht Ben aus wie ein kleines Spielzeugauto.
Bei den Geoglyphen angekommen, dürfen wir nicht nur direkt davor übernachten. Uns wird sogar ganz offiziell der Einsatz der Drohne erlaubt und empfohlen. Die Geoglyphen sind riesige Bodenzeichnungen, die von den Ureinwohnern der Atacameño- und Tiwanaku-Kulturen geschaffen wurden. Man schätzt sie auf den Zeitraum zwischen 900 und 1400 nach Christus. Von hier aus machen wir uns auf den Weg zur Geisterstadt Humberstone und unterwegs begegnen wir immer wieder verschiedenen Geoglyphen. Die in den späten 1800er Jahren gegründete Salpeterstadt Humberstone ist wohl eine der berühmtesten Geisterstädte Südamerikas. Sie entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer der wichtigsten Industriestädte in dieser Region, denn Salpeter war ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln und Sprengstoffen und wurde in großen Mengen exportiert. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts erlebte Humberstone seine Blütezeit und entwickelte sich stetig weiter, bis die Nachfrage in den 1930er Jahren eingestellt wurde und Humberstone allmählich verlassen wurde. Die verlassene Stadt Humberstone wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Heute kann man in den verlassenen Straßen umherschlendern und einige Gebäude wurden als Museen hergerichtet. Alles, was man hier finden kann, war Zeuge von Aufschwung und Niedergang einer großen Stadt. Wir jedenfalls hatten eine tolle Zeit hier und auch vieles gelernt. Wieder an der Küste angekommen, schlängeln wir uns so langsam in Richtung peruanische Grenze. Die schier unendliche Wüste wird immer wieder von Flussbetten unterbrochen. Manchmal ist der Höhenunterschied gigantisch zwischen dem sandigen Plateau und dem tiefgelegenen Flussbett, an dem sogar ein bisschen Grün vorzufinden ist. An der Mündung eines solchen Flussbettes finden wir den wohl belebtesten Strand, den wir in Nordchile finden konnten. Schon bei Ankunft sehen wir unzählige Pelikane, Geier und Möwen am Strand. Grund dafür sind die vielen kleinen Fische, die mit den heftigen Wellen angespült werden. Auch im Meer tummelt sich das Leben. Offenbar ist die Bucht super reich an Fisch, denn auch hunderte von Seelöwen schwimmen hier im Wasser auf der Jagd nach Futter. Und gerade als wir die Seelöwen genauer beobachten wollen, sehen wir noch etwas ganz anderes, womit wir auch gar nicht gerechnet haben. Es sind tatsächlich Buckelwale, die hier immer wieder zwischen den Seelöwen auftauchen. Vor allem in den frühen Morgenstunden ist hier im Wasser ganz schön was los. Für uns ist dieser Ort der perfekte Ausklang unserer Reise durch Chile und die Atacama-Wüste. Wir genießen die letzten Tage hier zwischen Pelikanen, Seelöwen, Buckelwalen und Fischern, bevor wir uns auf zur Grenze nach Peru machen. Ich hoffe, dir hat unser Video und die Reise durch die Atacama-Wüste gefallen und wenn ja, freuen wir uns natürlich über ein Like und einen Kommentar von dir. Sei auf jeden Fall auch mit dabei, wenn wir dich im nächsten Video mit nach Peru nehmen und an den wohl zauberhaftesten Ort des Landes entführen, Machu Picchu. Abonniere am besten dazu unseren Kanal, um das nicht zu verpassen.